Heute möchte ich mal über MCs sprechen. Was haltet ihr von Motorradclubs? Und ich befinde mich jetzt auf dem Weg zu einem Launch. Ja, ich bin schon wieder fürchterlich krank mit meiner Lunge. Ist schon wieder was nicht in Ordnung. Ja, aber ich habe dazu gesagt, ich komme nach Fahrer heute hin. Also ich befinde mich jetzt auf dem Weg zu meiner Vorstellung bei einem MC. Und ich erhoffe mir davon, dass ich in erster Linie natürlich gemeinsame Fahrten mache. Ja, ich könnte auch auf der Brücke sind auch andere, mit denen man fahren kann. Vielleicht, sicherlich sind da auch andere. Aber das ist mir dann auch wieder so ein Larifari, ja. Ich kenne es ja von anderen Geschichten her, als ich noch die Husky oder die Z800 gefahren bin. Da wurde sich dann verabredet und dann kam man eine halbe Stunde später erst. Dann wurde noch ein Kaffee getrunken und noch was gegessen. Und schon ist noch eine Stunde ins Land gegangen und ich habe da gestanden und wollte fahren. Ja? Und das erhoffe ich mir natürlich hier von dem MC, dass das da anders läuft. Ein Schützen auf der Straße. Muss ich meines Erachtens nach raus. Dann erhoffe ich mir davon, füreinander einstehen. Dass das Wort auch gilt, mehr oder weniger, ja, gibt ja Ausnahmen. Die Frage ist, ob die mich überhaupt haben wollen, weil ich ja nun andauernd krank bin. Da werde ich denen vielleicht sogar zur Last fallen. Aber ich werde es trotzdem versuchen. Ja, also wie gesagt, gemeinsame Ausfahrten, gemeinsame Interessen natürlich. Gemeinsame Shopper-Ausfahrten. Ja, ich kann auch mit blinken, hätte man können. Ne? Ich habe ja eine Tour gemacht, letztens, die halt, naja, nicht hochgeladen, weiß auch nicht warum. Die liegen da bei mir brach, die Dinger, die halt fertig gemacht, die Videos, aber irgendwie lade ich sie da nicht hoch. Teilweise passt es auch von der Zeit nicht mehr ganz. Und dann denke ich, jetzt soll ich so ein altes Video da hochladen. Ja, also da bin ich, ach, hier ist irgendwas gesperrt. Ach nee, bitte nicht, ey. Zufahrt über, na schauen wir mal. Fahren, wie gesagt, könnte ich auch mit anderen. Ja, aber ihr wisst es ja selber wahrscheinlich. Ich habe ein Video heute gesehen. Der ist hier fahren mit, weiß ich nicht, mit 20 oder 30 Harleys. Das ist einfach geiler, muss ich schon sagen, ja. Das ist einfach schon geiler. Ich habe ja mit dem schon gesprochen. Zufälligerweise hatte ich da gerade mit dem Priesing mich unterhalten. Und der hat also auch schon gesagt, man steht da füreinander ein. Man muss natürlich auch sein Wort halten. Und das halte ich auch. Also ich versuche es natürlich zu halten. Bei mir ist es leider immer so, dass dann irgendwie was wieder mit meiner Krankheit dazwischen funkt. Und ich natürlich doch nicht mehr ganz so. Ja scheiße, das ist wirklich kacke im Moment. Wenn ich daran denke, ich habe früher, also früher, das ist noch ja nicht so lange her, vor drei Jahren, habe ich auf dem CSD noch 8 Stunden durchgetanzt, hintereinander weg da. Ja, und abends teilweise noch weiter, weil ich so unter Strom gestanden habe. Jetzt kann ich froh sein, wenn ich die Karre überhaupt noch aus der Garage geschoben kriege. Geht ja um die MCs. Da kann ich natürlich nicht viel sagen. Vielleicht habt ihr ja Erfahrung darüber. Hoffe mir da eine Gemeinschaft. Ausfahren, da auch treffen, auf der Brücke mal treffen. Denn die wollten ja letztens, wollten sie mich schon mitnehmen, zu so einem anderen Verein fahren. Hat mich ja gewundert, dass sie mich da schon mitnehmen wollen. Obwohl ich da gar keine Jacke, also Kutte anhabe. Und leider hat es ja geregnet. Jetzt habe ich gerade da vorne 2 Harleys fahren sehen.
Es wäre ja nun ein sehr großer Zufall, wenn die nicht auch dahin fahren, wo ich jetzt hin bin. Versuche mich da mal ranzuhängen an die, dann wollte ich nämlich nicht nach dem Weg gucken. Der erste fährt rum, warte mal, ich muss mal gucken, Spandauer Straße muss ich rum. Der vordere fährt auch links rum. Ich würde mich natürlich gerne neben dem anderen stellen. Weiß nicht, ob da noch Platz ist. Das wäre ja ein zu großer Zufall, wa? Wenn die da jetzt einfach so des Weges hier lang fahren. Er hier zum Beispiel, der wird da bestimmt auch dahin juckeln. Hat ein schönes, lautes Ding, wie ich höre. Was hat er für einen Linkerhof? Ist ja auch eine Ding, so? Oder ist das eine Software Slim? Kann ich nicht erkennen, ist auch real. Ich muss jetzt erstmal gucken, dass ich mich hier nicht verfahre und den einfach hinterher fahre. Nachher bin ich hier nämlich vollkommen falsch. Aha, na siehst du, wir sind da richtig. Na, das hätte ich ja nicht gefunden, so ohne weiteres, ne? Das hätte ich ja never gefunden, so ohne weiteres, ja? Eieieiei.